Mama? Gesellig. Ist gut auf Deutsch für dich? Ja, also gut. Machen wir das auf Deutsch für alle daheim. Lara Thalmann, zuerst mal Gratulation zu einer guten ersten Hälfte. Ich habe gefunden, ihr seid Helios, ihr habt Helios die Favoritenrolle fast weggenommen. Wie bist du zufrieden mit der ersten Hälfte für euch? Ja, es ist sicher gut, dass wir im Match sind. Das war unser Ziel. Wir wollten unbedingt dranbleiben. Grundsätzlich. Unser Ziel ist, dass wir es einfach möglichst dazu bringen, dass sie in eine Situation kommen, in der sie nicht komfortabel sind. Weil wenn sie in einer Situation sind, in der sie Gegenstöße machen können, so, dann sind sie sehr schnell 20 Punkte weg und das kannst du nie aufholen. Also es war wirklich unser Ziel, dass sie in einer Situation sind, die nicht ihre gewohnte Situation ist. Und jetzt fühlen wir sie dran. Wir sind minus vier, das ist gut. Wir haben immer noch Potenzial gegenüber, aber wir machen noch zu viele Fehler im Gegenstoss. Also, vor allem in Verteidigung, Gegenstoss. Es gibt viel zu viele Situationen, also 3 gegen 2 oder 2 gegen 1 sind. Und wir sind dran. Das ist so. Jetzt hat der Roman Gaspar vor dem Spiel das Herz angesprochen, das die Stärke sei von eurem Team. Hast du das Herz heute gesehen und schlägt das Herz noch genug lang, zum Helios heute zu schlagen? Ja, also klar. Genug lang wird es sicher schlagen. Ich meine, wir haben nichts zu verlieren. Wir müssen alles geben. Es ist wichtig für den Schweizer Basketball, es ist wichtig für uns. Wir haben sehr lange hart trainiert, wir haben wirklich gut trainiert. Wir haben letzte Woche natürlich einen mega Waschen bekommen und gesagt, es ist einfach nicht möglich, dass wir so ein Finale spielen. Und jetzt Gefühl, wir sind dran, wir werden alles geben, wir werden alles auf ein Parkett legen, wo wir haben. Und dann schauen wir, was das Resultat am Schluss ist. Also dann wünsche ich ganz viel Glück. Ich sehe, das Herz ist tatsächlich da. Ich wünsche dir ganz viel Glück, Lara Thalmann. Danke vielmals, gut, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast. Das ist Lara Thalmann, Nationalspielerin